Das sind nicht musikalische Übungen. Das sind ist nicht Kompositionen, wo er nur sein Können demonstrieren will. Seine Virtuosität als Komponist, denn er war nicht nur ein virtuoser Orgelspieler, ein Phänomenal, er war ein Paganini des Orgels sozusagen. Entschuldigen den Vergleich, aber um ein Begriff, der heute allgemein ist, anzuwenden, kann das vielleicht eine Idee geben, wie spektakulär seine Talente waren als Spieler. Er war gleich virtuoser Komponist. Er dachte polyphon. Er brauchte nicht, sich ans Tisch zu setzen und etwas aufzuklügeln. Das kam ihm spontan und seine Fantasie muss also unbegrenzt gewesen sein. Seine Musik immer modern, immer voraus, immer mehr spannender und waghalsiger als alle von seinen Zeitgenossen. Er wollte nicht nur das demonstrieren. Das war eigentlich nur ein Mittel in seinem Dienst an der Musik, sein Dienst an Gott. Er konnte sich nur Gott nähern mit all sein Können. Und er verlangte das auch von allen, von seinen Kindern und auch von seinen Sängern in der Thomasschule. Wenn man nicht sein Allerbestes gibt, dann ist man nicht würdig eigentlich, diese Musik zu spielen oder zu singen. Aber er wollte auch eine Botschaft überbringen. Das ist in jeder Takt ganz klar. Und es gibt ja eine sehr große Literatur über Bachs Tonsprache, wie das auch seine religiöse Welt spiegelt. Seine religiösen Gefühle und seine Idealbild von Gott. Wenn er zum Beispiel in dem Quoniam-Satz in der Credo spricht von Gottes Größe. Denn nur du bist heilig, nur du bist groß und hoch. Quoniam tu solus altissimus. Dann spricht er von Gott und das Thema umfasst einen ganzen Oktav. Schon die erste zwei Töne ist ein Oktav. Di, 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 und zurück. Di, 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 di. Das soll sagen, Gott ist groß, ist allumfassend. Und dieses Hornthema, di, 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 wenn man diese Töne nimmt, ist es auch von vorne und von hinten das Gleiche. Gott ist also immer derselbe. Er ist unverwechselbar. Er ist ein. Nur als Beispiel. Er erfindet also seine Themen nach seiner Idee von Gott oder wie man Gott anpreisen soll oder wie man sich fühlt, wenn man vor Gott auf den Knien liegt und um Hilfe ruft. So zum Beispiel ist der erste Chor, der längste Chor in der ganzen Harmonie, das Kyrie, Eleison, ist etwa 10 Minuten lang. Also keine von den anderen Sätzen ist so lang. Das ist nicht nur eine schöne Musik, das ist auch nicht nur Anbetung, wo man die Hände faltet und sagt, ja, Gott ist gnädig und das ist alles ganz schön, wir freuen uns. Das ist ein Hilferuf. Herr, hilf mir, nur du kannst. Ich habe schon x Instanzen besucht, die sagen alle nein. Jetzt komme ich zu dir, du bist meine einzige Hoffnung. Die einleitenden 4-5 Takte ist so ein Aufschrei. Es ist auch schön, aber es ist nicht nur schön. Es ist ein Ruf, ein einzelner Mensch, in diesem Fall Johann Sebastian Bach, der selbst da vor Gott steht. Und in der folgenden Fuge ist das auch so. Das ist nicht nur ein schönes Fugenthema,
das dann nach allen Regeln durchgeführt wird, sondern das ist auch ein Fortsetzer von diesem Ruf. Und jede von den fünf Stimmen, der dieser Satz in diesem Satz mitwirkt, trägt diesen Ruf weiter in ihre eigene Weise, in ihre eigene Tonlage, in ihrem eigenen Zusammenhang mit verschiedenen Intensitäten. Kyrie eleison. Das steigt stufenweise, wird intensiver mit jedem neuen zweiten Ton. Gleichzeitig ist das wie ein Seufzer. Kyrie eleison. La dam. Oben steigt es, la dam. Unten singt es. Das weitet sich, die Spannung wird immer größer, fängt mit einem Ton an und dann geht es wie ein Keil nach oben und nach unten. Das ist auch wie eine Spiegelung von der Verzweifelte, die verzweifelte Seele, die da ruft und der Antwort, die unten kommt. Es ist eine Musik von enormer Sprengkraft, so wie ein Keil auch ein Sprengkraft hat. Das ähnelt ein bisschen einer von seinen größten Orgelfugen übrigens, die den Spitznamen die Keilfuge hat. Fängt mit einem Ton an und dann spiegelweise weitert er sich bis zu einer Oktave. Die Spannung, die dadurch entsteht, ist sehr groß. Und diese Spannung ist in dieser Kyrie Chor auch eine seelische Spannung, ein Hilferuf. Wenn man diese Musik nur hört, um etwas Schönes zu hören, dann hört man zwar etwas Schönes, aber man hat nicht die Botschaft in sich aufgenommen.